Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Farming Simulator. Ja, ihr seht schon, ich habe das Silo voll gemacht. Ist auch schon zu 100% gegoren. Doch, wir müssen jetzt erstmal uns noch Sachen holen. Ihr seht auch, wie das ganze Zeug mittlerweile ausschaut. Richtig schön eklig dreckig. Es ist 18 Uhr, einen Tag später oder zwei Tage später. Ich weiß gar nicht, wie lange ich es noch durchlaufen lassen. Ihr seht, die Wiese ist gemäht. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir uns einen Trecker. Nehmen wir mal erstmal shoppen. Erstmal shoppen und ich weiß auch, wohin ich will. Das muss unter Diverses sein. Zack, hier. Und hier, klack, genau. Wir brauchen einmal den hier. Konfigurieren. Oh. Wir nehmen... Ich hätte gerne die Reifen, die sind ein bisschen... Und oh. Schwarze Reifen. Designfarbe. Jo, der schaut gleich aus. So. Ah, warte mal, ich kann den Breitreifen einstellen. Breit oder Standard? Ah, ne, wir nehmen Breitreifen. Passt für 17.000. Check. Und dann brauchen wir noch die passende Gabel. Das ist die hier. Details. Kaufen. Check. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Hängerinus. Wo ist denn der jetzt? Bin ich jetzt blöd? Hänger. Achso, ich war noch nicht ganz vorne. Nehmen wir den hier. Kann ich den noch aufbauen? Oder gibt es nur mit... Es gab einen, den konnte man hochbocken. Ich glaube, das ist auch... Hier haben wir noch ein paar. Mods sind hier eigentlich... Nee, hier sind auch keine neuen dazugekommen. Schade. Aber wir haben hier solche schönen. Ich würde so einen hier nehmen. Nein, da passt. Passt da eigentlich denn mehr rein? Sehe ich nochmal das Volumen. Ne, das macht keinen Unterschied. Aber ich mag's. Standardreifen. Nehmen wir die Standard. Kaufen. Ja. So, dann ab in den Trecker und wir sehen uns dann unten wieder beim Händler. Let's go. Händler, ich bin. Der ist groß, lecker mir. Und reinbiegen. So, erste Frage. Kann ich den hinten anhängen? Oh, das wäre natürlich praktisch. Aber ansonsten fahre ich jetzt einfach mal schnell den hoch. Den Hänger. Dann fahre ich den unseren Bagger im Grunde hoch. Und dann sehen wir uns einfach oben wieder. Aber ich glaube, das ist ein relativ gutes Equipment. Auch wenn der Trecker schon wieder... Ich glaube, ich sollte mich mal für Sachen entscheiden, die passen. Der ist nicht schon wieder sehr groß. Also wir sehen uns dann oben. So Leute, wir sehen uns jetzt schon wieder, weil wir haben ja hier so diesen Elektro-Traktor, ne? Ich weiß gar nicht, warum der tuckert. Der dürfte einfach nur wut machen. Aber egal. Und ich habe mir gedacht, wir fahren schnell mit dem Bagger, wenn wir den schon dabei haben, schnell rüber zur Elektro-Tankstelle. Aber... Und schauen mal... Alter, das kann ja... Wie kriege ich einen... Gezogenen Lager zuklappen. Ich muss an diese blöde Gabel rankommen, Jungs. So. Vorsichtig grabben. Perfekt. Wir machen jetzt einfach zu einem langen Hänger. So. Okay, es geht eh nur das. Okay, gut. Dann fahren wir jetzt mit dem langen Hänger schnell. Das ist echt langer Hänger. Scheiße für den Mini. Also wir müssen, was wir unbedingt machen müssen heute, ist diesen dreckigen Trecker. Also so schön, so lustig dieser Elektro-Trecker ist. Aber er ist so schwach. Und du kannst halt nicht wirklich irgendwas machen, weil dieser Trecker einfach 3 Jahre für alles braucht. Und welchen selbst der Hänger ist größer wieder. So, wo ist eure Elektro-Tankstelle? Kann ich bei euch ganz normal tanken oder wie ist das?
Motor aus. Nee. Wo tanke ich denn so ein Elektroteil dann überhaupt? Ich dachte, ich kann den jetzt hier ganz normal tanken. Oder geht das nicht? Warte mal, mach mal kurz den Motor aus. Das ist eine Parkgebührenkarte. So. Hier ist nichts Elektro, nichts Elektro, nichts. Lass mich raten, für einen Elektrotraktor musst du natürlich wahrscheinlich das Ganze noch... Ja, ist ja gut. Ich weiß gar nicht, was ihr habt hier. Muss man wahrscheinlich noch zu einer speziellen Tankstelle, oder? Ist ja doch so richtig typisch. Hm. Felsbrunnen Getreidemühle. Aha. Da fährt die außerhalb sogar. Wo fährt ein Zug lang? Da? Da und fährt dann da wieder rein. Okay. Na gut, dann fahre ich jetzt wieder hoch. Scheint es wohl keine Elektro-Tankstelle zu geben. Aber dann ist eh gut, weil dann haben wir nur noch einen halben Tank, bis dieser Elektroträger leer geht. Und wir sehen uns oben wieder, wo wir den mal ausprobieren. Also, bis gleich. So, wir sind zurück. Wir haben unseren Kran hier. Und ich öffne jetzt mal das Silo. Ach, das öffnet sich ja nur wieder teilweise. Und wir stellen jetzt den... Nein, da wollte ich noch nicht rein. Stopp. Ich wollte erstmal sagen, jetzt stellen wir den irgendwie so hin, dass wir das alles schön grabben können. Machen dann X, glaube ich, ne? Muss jetzt ausgeklappt werden. Anschalten. Auch nicht. Stopp. An. Ah. Der hat schon was aufgenommen, YOLO. Nee, ich wollte eigentlich vorne den Trecker. Nee! Eigentlich den Trecker abkoppeln, weil der braucht. Oder braucht der Energie? Aber ich denke mal schon, dass er das braucht. Aber wir müssen ja irgendwie auch. Ich habe ja nicht irgendwie gedacht, dass der Hänger besser dasteht. Aber das scheint wohl wahrscheinlich dann eher weniger der Fall zu sein. Ja, hier war nochmal zurück. Ja, komm schon. Sei lieb. Nein, dann tun wir dich hier hin. Der hat ja vorne und hinten zum Arbeiten was dran. Bedeutet, wir machen jetzt hier anschalten, B. Und dann gehen wir vorne rein. So, jetzt schauen wir mal, wie das funktioniert hier. Muss ich dann hier... Ah, da muss ich noch extra hin vor. Okay. Ich habe keinen Plan, wie der Scheiß funktioniert, ne? Oder muss ich den jetzt geschlossen über den Boden drüber fahren? Also zum Einsammeln geschlossen über den Boden. Jo, ist klar. So sammle ich auch immer Silage ein. Ich mache das, nehme das geschlossene Teil und ziehe das über den Boden. Das ist halt wie ein Schwamm, ne? Das musst du schön aufwischen, damit das Ganze funktioniert. So. Ausfahren. Kriegen wir hinten noch den restlichen Dreck zusammen? Ja, schau an. Und erst wenn du wirklich fest bist, dass du weißt... Da geht aber wenig rein, wenn du sitzt fast... What? Holy shit, warte mal. X müssen wir machen.
bin schon wieder auf der falschen Maschine, Gott sei Fix. So. So. Jetzt wird es auch gleich Nacht. Hat der Licht? Ne, hat er nicht. Oh, das wird witzig. Nicht vergessen, erst wieder zumachen. Er muss ja wie ein Schwamm wirken. Und dann einfach reinlegen. Das wirkt dann, ne? Und dann wieder rausdrehen. Und nicht vergessen, die Gabel... Oh, shit. Vielleicht sollte man erstmal die Füße ausfahren. So. Und dann auf die Gabel. Dann wieder Gabel zu. Und den Kran absenken, um den neuen Teil oder den weiteren Teil halt hier aufzusammeln. Aber schauen, dass es natürlich auch nicht zu tief geht, weil sonst passiert das, was mir jetzt passiert ist. Man fliegt. So. Also cool ist es ja schon, weil du hast da deinen beweglichen Kran und kannst auffüllen, aber das mit der Schwammfunktion ist irgendwie creepy, weil sonst hättest du halt diesen Zwischenschritt noch, den du bräuchtest, wo du schieben musst, damit du in die Kralle genug reinkriegst. So mache ich einfach zu, ne? Macht natürlich auch die Arbeit ein bisschen leichter, muss man ja zugeben. Es ist schon teilweise eine sehr eklige Sache, das Silage aufzusammeln, sowas wahrscheinlich. Und das macht es halt einem immens leichter. Einmal ausfahren. Man kriegt aber auch relativ flott leer. Also wir sind relativ weit schon, würde ich sagen. Der Trecker hüpft halt, ne? Wie sauer. Aber das wissen wir eh, warum. Der ist halt zu schwach für das Ganze. Irgendwann halt. Ich habe doch eine andere Steuerung im Kopf. Das ist, glaube ich, nicht hier richtig so. Und wieder zu und wieder runter. Das ist fast wie Karneval hier. Alles aufsagen, was scheiße ist. So, nein, mach schon wieder auspacken. Wir sind noch nicht beim Geschenke auspacken, Herbert. Wir müssen erstmal einpacken, die ganzen Geschenke. Aber ich will doch schon. Oh nein, oh. Nochmal ganz gerade, dann kommen wir bestimmt noch bis zum letzten Eck. Schau einfach ein bisschen schwingen, dann kommt man noch weiter. Da fällt ja eh seitlich nichts raus. Das sind Magnete, die das alles schön festhalten, ne? Wir fahren jetzt dann einmal runter und schauen uns an, wie viel uns das jetzt eingebracht hat. Weil die müssen wir eh gleich umparken. Schön, dass ich den von der Seite auch disconnecten kann. Schauen wir mal, wie viel drin ist und dann schauen wir, wie viel das BGA dafür bezahlt. Und dann werde ich wahrscheinlich über die Ingame-Nacht das Ganze verfahren können. Das sind gerade mal 75%, also da passt eh ordentlich rein. Haben wir ein paar Fahrten, dann ist das Ding voll. Aber wenn wir in Zukunft mehr Felder haben und alles, größere Maschinen, bessere Maschinen, dann sollte das auch, glaube ich, kein Problem sein. Ich denke halt, es ist nur ein Problem, wenn du wirklich wie jetzt, ja, sag mal's mal so, einen Mini-Traktor fährst. Naja, okay, wir sehen uns beim BGA, dann schauen wir uns auch mal das BGA an. Also, bis gleich. Das von innen auch ganz grün. So, okay, warte mal. Okay, hier ist das BGA. So, liebes BGA, wo kann ich dir das hinputten? Was steht denn da, warte mal. Ach, das ist Gewicht messen. 6000. Oh.
Oh no, warte mal. Ich habe da so eine Vermutung. Ich habe da so eine Vermutung. Vielleicht kann ich sie einfach mit I entladen. Kacke! Ich brauche ein Beladeteil, oder? Kann das sein? Oh, warte mal. Shop, wo sind denn diese ganzen Teile? Hier, Förderbandsystem. Ich bräuchte nur ein kleines Förderband, was das da fupp nach oben bringt. Und ich glaube, das kostet mich direkt wieder schweineviel Geld. Und das ist was für was anderes, glaube ich. Das tut hier nur Ballen hoch. Transportieren. Dient zum Transport kleiner HD-Ballen, Heuboden. Wie viel kostet das zu mieten? Leasingkosten 2000, allein das? Wie hoch ist denn das? Oh, so, so, so. 5.000 und 18.000. Aber es wäre ja nicht mal das, was ich bräuchte. Ich bräuchte das hier, weil das muss hoch. Okay, Leute, ich werde mal schauen, was ich dann mir besorge. Und werde dann und werde euch wieder melden, wenn wir das Zeug haben. Ne? Also, bis gleich. So. Zurück bin ich. Uah. Und habe mal das Teil hier angebracht. Fahrzeug unglücklich einstellen. Erst Motor starten. Wir wissen, so ein Teil hat einen Motor. Natürlich klappt was auf. Schalten schön hin und schalten das Ganze. Da kann ich das anpassen? Das kann nach oben, das braucht keiner. Das Teil ist jetzt an. Schau mal, wir tun das über den Kornschieber dann ausschippen. Natürlich mit dem perfekten Hänger wieder zum Rückwärts. Zum Rückwärtsschieben quit. Ich bin ja so ein Profi in so einem Teil rückwärts schieben. Das glaubt's ja kaum. Glaubt's besser nicht, weil es ist auch nicht so. Ich hasse diese Teile zum Rückwärtsschieben. Man sieht's, glaube ich. Komm schon, Dreckswagen. Ach, Herrgott, Zeiten. Komm schon. Na, das passt schon, das passt schon. Schon mal sehr nah, aber nicht nah genug für mich. Ich muss da, nein! Nein, ach Gott, sie fix. Wie kann man bloß mit so einem Dreckshänger rückwärts fahren? Das geht ja richtig auf den Kack. So, okay, jetzt müssen wir nur noch auswählen. Oh, das wird immer lustig. STGI. Leidl. Wollte ich mir jetzt sagen, ich da habe mir jetzt stundenlang hier den Scheiß Aufwand gemacht. Um dann zu erfahren, ich darf das nicht im BGA abgeben. Wie viel kostet diese Drecks-BGA-Anlage? 119. Wo könnte ich denn sowas noch abgeben? Pass auf, jetzt gibt es noch wahrscheinlich 3000 andere Stellen. Nee, schon.
Meine, das BGA nimmt es nicht an, aber die Scheune. Wo zum Fick ist die Scheune? Und lass mich raten, sie ist bei mir irgendwo in der Nähe, oder? Oh, okay, Leute. Ich fahr mal zur Scheune. Du hältst hier die Stellung, mein Junge. Ich verkaufe mal wieder. Ich kann mir jetzt auf, glaube ich, für den Anfang nicht brauchen. Okay, hier ab zur Scheune. Oh, ein bewölkter Tag. Hallo. Oh, warum blinkt denn das? Oh, kommt der Zug? Genau dann, wenn ich da hin will, oder was? Leute, ich bin da. Nicht der Zug. Macht den Scheiß auf. Hallo? Der Zug fährt ja nicht mal. Wie schalte ich den denn an, dass der nur noch von, dass er wieder von selber fährt? Na. Fährt er jetzt weiter? Ja, fährt er. Gut. Jetzt, ich hätte jetzt 3 Stunden gewartet teilweise. So, komm, ich will wissen, wie viel ich für den Scheiß krieg. Lohnt es sich oder lohnt es sich nicht? Die Schweine viel Arbeit hier. Was ist denn das? Das nenne ich mal eine Scheune. Ah, das ist ein Tierhandel. Deswegen brauchen sie die Silage. Natürlich am hintersten Eck wieder. Typisch. Ah, hier ist die Silage. Gut. Einmal ausleihen, bitte. Natürlich über den Kornschieber, weil das dauert natürlich länger. Schau mal, das ist jetzt der halbe. 2800. Oder mit einer Fahrt gehen wir 5000. Das kann dauern. Das kann dauern. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal weiter drum kümmern und wir sehen uns dann, wenn das Silagelager leer ist.